Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. So schön, dass du hier wieder zuschaust und hier dabei bist. Heute geht es darum, deine Liebesfrequenz bestimmt das, was du anziehst. Ja? Und wenn du dich fragst, warum habe ich denn bisher immer eine bestimmte Art von Partner oder potenziellen Partner in meinem Leben angezogen, dann wirst du heute mehr hier in diesem Video erfahren, was deine Liebesfrequenz, in der du programmiert bist, damit zu tun hat, mit der Art von Typ Partner oder potenziellen Partner, die du anziehst, zu tun hat und vor allem auch, wie du das für dich drehen kannst. Also bleib unbedingt bis zum Ende dabei, denn es wird heute ganz wichtig. Und du darfst dich drauf freuen. Bevor wir gleich starten mit deiner Liebesfrequenz, möchte ich nochmal für alle, die auf Instagram zum einen zuschauen, sagen, dieses Video wird vielleicht wahrscheinlich länger als 15 Minuten gehen und ich werde es auf 15 Minuten schneiden, da ich nur 15 Minuten Videos hochladen kann auf Instagram. Dann einfach auf YouTube kommen und genau. Und wenn du jetzt auf YouTube zuschaust oder von Instagram auf YouTube wechselst, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach mein Abonnal abonnierst und wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Ja, genau. Und des Weiteren, wenn du auch deine Liebesfrequenz tiefgehender verändern möchtest, dann möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, zu meinem neuen Workshop, Heile dein inneres Kind Workshop, wo es halt speziell um die Emotionen des inneren Kindes und die Frequenz des inneren Kindes geht. Es ist ein kostenfreier Workshop. Und er findet am 11.8., Dienstag, den 11.8. von 18 bis 21 Uhr statt, online, über Zoom. Und die Plätze sind limitiert, sei schnell, weil die Plätze sind meistens immer sehr, sehr schnell weg. Also wenn du dabei sein willst, dann sei schnell, ergatter dir schnell einen Platz, denn die Plätze auf Zoom sind limitiert. Und es ist halt so, dass ich, auf meiner Fanpage in Facebook über 3000 Teilnehmer habe, in meiner Facebook-Gruppe auch über 1000 und über 1000 in meinem E-Mail-Verteiler und ich viele Follower habe und deswegen sind die Plätze meistens schnell weg. Wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Wer zuerst kommt, malt natürlich zuerst. Also schreibt mir eine E-Mail an palma-lacanfora.com. Alle Infos, also meine E-Mail-Adresse, wenn du dich fragst, wie schreibt man es denn richtig? Je nachdem, wo du mein Video findest auf YouTube, guck einfach unten unter dem Video in der Infobox. Ja, falls du auch in Instagram zuschaust, wechsel entweder auf YouTube oder geh einfach in meine Bio. In Instagram, da findest du so einen Link, das heißt Linktree und da findest du ein Kontaktformular von mir, wo du zum Kontaktformular weitergeleitet wirst oder du findest auch YouTube, Facebook und all meine Kanäle. So, das war's jetzt, genug des Guten. Ich würde mich freuen, wenn du beim Workshop dabei bist und wir an deiner Liebesfrequenz arbeiten, an deiner Frequenz, dass du endlich die Richtigen in dein Leben ziehst. Ja, vielleicht kennst du das auch, vielleicht ziehst du auch die Art von Partner an, wie viele meiner Klientinnen anziehen oder potenzielle Partner, wie meine Klientin anziehen oder ich auch früher angezogen haben. Vielleicht kennst du das, dass du immer wieder Partner anziehst, die für dich emotional nicht zur Verfügung sind. Du spürst Zuneigung zu diesen Menschen. Doch dieser Mensch nicht für dich hat vielleicht Bindungsängste, was sehr oft vorkommt, dass der dann Bindungsängste hat oder irgendwelche anderen Ängste
und sich einfach nicht, dir einfach nicht diese Liebe und Zuneigung schenken kann oder möchte, die du dir wünschst und die du auch verdient hast, ja. Womit hat es denn zu tun, dass du immer diese Art von Partner anziehst? Ja, es ist ganz einfach, ja. Viele kennen das Gesetz der Resonanz und denken sich, ich wünsche mir einen Partner, der emotional verfügbar vielleicht ist, der sich auf eine Beziehung einlässt, ja, und versuchen mit dem Gesetz der Resonanz anzuziehen. Aber was vielen nicht bewusst ist, dass das Gesetz der Schwingung über das Gesetz der Resonanz steht. Du ziehst niemals nur das an, was du dir wünschst. Du kannst das anziehen, was du dir wünschst, aber der Trick dabei ist, dass du lernst, mit deinem Wunsch gleich zu schwingen, dass du das Endergebnis wirst, weil ein potenzieller Partner, ein Partner, den du anziehst, ist immer auch ein Spiegel, eine Projektion für dich und ja, und von deinen, all deinen inneren Kindheitsthemen, die du noch hast, ja. Deswegen ist der Workshop für dich total wichtig, damit du das ändern kannst. Ja. Ja, womit hat es denn zu tun? Ja, es ist halt so, wie, fragst dich wahrscheinlich jetzt, wie kommt es denn dazu, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise schwinge? Wie schwinge ich denn auf einer bestimmten Liebesfrequenz, ja, auf einer bestimmten Frequenz, Schwingungsfrequenz, ja? Und es hat viel mit dem zu tun, was dir auch zum einen in deiner Kindheit vorgelebt worden ist. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Elternteil hattest, der einer oder vielleicht beide Elternteile, der emotional einfach für dich nicht so zur Verfügung stand, wie du es gerne hättest, dir nicht die Liebe und Zuneigung geben konnte, wie du es dir gewünscht hast, dann kommt dir das total vertraut vor. Das ist dir total vertraut, dass du diese Art von Partner immer wieder anziehst. Also die erinnern dich irgendwas um dein inneres Kind, deine Frequenz schwingt dann mit einer Frequenz, anderen Frequenz gleich, mit jemand, der dir diese Liebe wie in deiner Kindheit nicht geben kann, ja. Und deswegen darfst du halt lernen, deine Frequenz zu verändern. Und ich erlebe es immer wieder bei den Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die sich sagen, oh, ich will einfach nur diesen einen. Oft ist es auch ein Seelenpartner. Und wenn ich diesen Partner nicht haben kann, dann möchte ich halt auch keinen anderen haben und stellen dann halt diese Art von Partner, potenziellen Partner, den sie angezogen haben, auf einen Podest, dass es keinen anderen besseren gibt. Das ist der Seelenpartner, das ist der Herzensmann oder Herzensfrau, wenn du jetzt andersrum Mann bist und unter der gleichen Thematik leidest. Und ja, und tief unten drunter schwingt dann der Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient, ich habe nichts anderes verdient. Ja, ich habe es nicht verdient, dass mir jemand die Zuneigung schwingt, Zuneigung schenkt. Und damit schwingst du dann halt irgendwo auch gleich, ja. Und als ich das damals bei mir kapiert habe, habe ich dann erst angefangen, ganz andere potenzielle Partner in mein Leben zu ziehen, ja. Wo ich dann mir bewusst worden ist, ich höre jetzt auf, einen Menschen auf dem Podest, nehme ihn aus dem Podest runter, dass dieser Mensch toll ist und ja, und auch bei meinen Klientinnen wirkt das auch, indem sie anfangen, wirklich jemanden vom Podest herunterzustellen und zu sehen, ist es denn wirklich so ein toller Partner? Okay, vielleicht ist da diese Anziehung da, vielleicht spürst du, das ist ein Seelenpartner und da ist eine tiefe Verbindung auch zwischen euch da, ja. Eine tiefe seelische Verbindung. Aber in dem Moment, in dem er nicht deine Bedürfnisse erfüllen kann, ja, solltest du diesen Menschen, egal wie sehr du denkst, das ist der eine und der einzigste für mich, endlich aufhören, diesen Menschen auf diesen Podest zu halten und auch wirklich mal runterzustellen, ja, damit ihr auf gleich Augenhöhe seid und du erkennst, ich habe es verdient, einen Menschen in meinem Leben zu haben, der mir Zuneigung gibt. Und vor allem solltest du lernen, auch dir diese Zuneigung selber zu geben. Das ist nämlich das A und O auch, um so einen Partner anzuziehen. Und solange du dir und deinem inneren Kind das noch nicht selber geben kannst, ja,
kannst du auch nicht so einen Partner anziehen. Zum einen darfst du diesen Glaubenssatz drehen, dass dieser Mensch der Einzigste für dich ist oder der Beste für dich ist. Und ja, und du vielleicht einfach nur ja, in deiner Imagination dir jemanden vorstellst, der dieser Partner nicht ist. Du darfst dann wirklich raus aus dieser Imagination kommen, ja, aus diesem Wunschdenken, ja, oft leben wir in so einem Wunschdenken, ja, wenn sich das ändert und wenn das und das sich ändert, also du darfst knallhart in die Realität kommen, wie es jetzt in diesem Moment gerade ist, statt dir zu erträumen, wie es denn sein könnte, ja, und dir die ganze Zeit zu träumen, ja, es wird sich irgendwann ändern, irgendwann wird sich dieser Mensch für mich entscheiden. Nein, dieser Mensch wird sich für dich nicht entscheiden, solange du dich nicht für dich entschieden hast, zum einen dir alles selber zu geben, was du dir von einem anderen Menschen oder einem Partner, potenziellen Partner wünschst, ja, weil dieser andere Mensch spürt auch zum anderen deine Bedürftigkeit, ja, und das schreckt dann Menschen ab und die ziehen sich unbewusst zurück, wenn sie spüren, du stellst sie auf ein Podest, wenn sie deine Bedürftigkeit spüren und dass du dich schon bereits für jemanden entschieden hast, ja, wirkt das total unattraktiv und die Menschen ziehen sich zurück. Und zum anderen darfst du dir wirklich selber, ja, darfst du dir lernen, dir alles wirklich selber zu geben, was du dir wünschst, ja. Du wünschst dir, dass dieser Mensch dir diese Liebe gibt, die Zuneigung gibt. Wie viel Liebe und Zuneigung gibst du dir auch selber, ja. Und ein Partner, potenziell Partner oder Partnerin, ist nun mal halt immer ein Spiegel. Wenn du es dir noch selber nicht in der Lage bist, dir das zu geben, wird es ein anderer auch nicht geben. Und zum anderen darfst du dir halt diese Glaubenssätze, die vielleicht da sind, oder diese Liebesfrequenz, die da ist, auf der du schwingst, wo du vielleicht glaubst, oder viele sind zum Beispiel auch in Affären drin, ja, und da steckt dann irgendwo zum Beispiel unterbewusst oder unbewusst ein Glaubenssatz wie eine Ansicht wie, ich habe es nicht verdient, die Nummer eins, oder besser zu sagen, die einzigste, nicht die Nummer eins, du hast es verdient, die einzigste im Leben eines Menschen, eines Partners zu sein. Vielleicht warst du das als Kind nicht, ja, und du ziehst, wie gesagt, nicht das an, was du dir wünschst, sondern damit, womit du gleich schwingst. Und wenn das für dich total vertraut ist, ein Vater vertraut war oder eine Mutter vertraut war, dir die diese Liebe und Zuneigung nicht gibt, dann wirst du auf dieser Frequenz schwingen und halt immer diese Art vom Partner anziehen. Deshalb ist es total wichtig, diese unterbewussten Ängste deines inneren Kindes zu heilen, alle blockierende Glaubenssätze und Muster, Verhaltensmuster, diese ganze Schwingung zu verändern und Glaubenssätze zu verändern und verändern, Menschen auf den Podest zu stellen und dir sagen, okay, dieser Mensch und knallhart, dir ja, selbst ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich wünsche mir diesen Menschen oder diesen Partner, aber dieser Mensch, dieser Partner kann mir jetzt im Moment dieses Liebe und Zuneigung nicht geben, die ich mir vielleicht von einem Menschen, von einem Partner, potenziellen Partner gerade wünsche, und dass du dann einfach diesen Menschen loslässt und dir sagst, ich habe es verdient und es gibt noch jemand anderen, der vielleicht noch einen anderen Seelenpartner, der mindestens genauso oder vielleicht noch sogar viel, viel besser ist, ja, ein Mensch, der mir total diese Zuneigung gibt und der auch meine Zuneigung, die ich diesen Menschen gebe, zu schätzen weiß, statt davon vielleicht wegzurennen, ja. Und es nicht zulassen zu können, ja. Und erst wenn du das erkennst und alles veränderst und drehst, ja, verändert sich dann halt auch alles im Außen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du mehr erfahren möchtest und lernen möchtest, Dinge auch zu drehen, dann nutze die Gelegenheit, sei beim kostenfreien Heile dein inneres Kind Workshop am 11. Dienstag, den 11. August von 18 bis 21 Uhr dabei. Schreib mir eine Mail, wie gesagt, an palma-lacanfora.com. Sei schnell, weil die Plätze sind wieder begrenzt, wie immer. Wie gesagt, ich habe viele in meinem E-Mail-Verteiler, viele Menschen
wieder in meiner Facebook-Gruppe, Facebook-Fanpage etc. Und es sind nur eine bestimmte Anzahl an Plätze frei. Notfalls schreib mich einfach an, falls es irgendwie nicht klappt, dann kriegst du auf jeden Fall eine Aufzeichnung. Aber live ist am besten, dann kannst du nämlich auch nochmal Fragen stellen und wir können nochmal individuell bei dir schauen. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du deine Glaubenssätze drehst und dass du jemanden für dich anziehst, der jemand, der das zu schätzen weiß, die Zuneigung, die du ihn oder ihr gibst und andersrum dir auch die Zuneigung gibt, die du verdient hast und für dich auch emotional verfügbar ist, ja. Ja, oft steckt dann auch irgendwo auch eine Bindungsangst bei beiden noch drunter, aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Von daher, und komm halt zum Workshop, wie gesagt, und ja, damit du deine Sachen drehen kannst. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg dabei. Du hast es verdient, jemand an deiner Seite zu haben, ja, der dir ganz viel Zuneigung gibt, und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.